schwer geworden, Mann. Aber ey, du hast nur deinen Rucksack auf und deine ganzen Klamotten, Flipflops. Ah ja, stimmt. Komm. Oh shit. Fast schon zu früh gefreut, gell? Wir sind jetzt hier am Wiegen, Leute. Wir machen jetzt mal so einen Zwischenstand. In ein paar Tagen geht es ja los mit der Shred Challenge. Und ich hoffe, ich bin auf jeden Fall nicht zu schwer. Weil sonst habe ich ja noch ein bisschen... Soll ich mich jetzt hier ausziehen, Bro? Komm. Jetzt gucken wir mal. Also ich habe euch schon ein bisschen was gegessen. Das heißt, das finale Gewicht filme ich dann. Ich zeige jetzt das auch mal direkt vor, wie ich es mit dem Handy mache. Jetzt gucken wir hier. So. Also, wenn ihr mitmachen wollt, Leute, denkt dran. Das Video, das müssen wir bis zum Sonntag haben. Ich zeige jetzt das mal vor. So Leute, ich starte heute offiziell die Shred Challenge. Jetzt geht's los. Gucken wir mal ab, was hier abgeht. So. Aktuelles Kampfgewicht 106,9. Also das heißt Leute, wenn ihr schon nur 2 Kilo verliert, muss ich schon mal 2 Kilo dazugehen. Das wird nicht einfach für mich. Mein Rekord liegt bei 107, 108 Kilo und ich muss auf jeden Fall mindestens 3 Kilo dazugehen. Ich denke, ich werde am Schluss dann nochmal ein paar Gramm leichter sein. Also schätze mich so bei 106 sein. Das heißt, ich werde auf jeden Fall 3 Kilo dazugehen müssen, sonst verschenke ich alle T-Shirts. Sonst sind wir out of stock nach der Challenge. Oh shit, Mann, ja, krass. Aber das Gute ist jetzt auch, wir machen jetzt noch eine Deload-Phase. Das heißt, die nächsten Tage wird das Glykogen ein bisschen weniger in den Muskeln, dann pushe ich das Gewicht nochmal runter. Entwässere mich nochmal ein bisschen, da geht's ab. Also ich würde sagen, wir gehen ins Training. Boah, das war ein richtig gutes Warm-up-Training. Und jetzt habe ich mir seit langem mal wieder eine gute Deload-Session verdient. Ich mache heute ein Deload-Training und die ganzen Vorteile von Deload, Leute, die solltet ihr mittlerweile kennen. Wenn ihr immer noch keine Deload-Einheiten macht, alle 4 bis 6 bis 8 Wochen, dann verschenkt ihr extrem viel Potenzial. Die Leute, die das PDF runtergeladen haben für die Shred Edition, die haben im besten Fall sogar noch gerade eine Deload gemacht. Weil wenn ihr eine Deload vor einem Shred macht, was passiert dann? Dann müsst ihr mit weniger Volumen arbeiten und holt trotzdem das Maximum raus aus dem Muskelerhalt. Deswegen, das sind die bekannten Vorteile eines Deloads. Ich will euch aber heute zeigen, was die unbekannten Vorteile sind. Aus denen auch ich noch heute lerne. Und das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Seit 10 Jahren bin ich im Gym und ich würde sagen, ich bin auf 99%, was die Übungsausführung betrifft, bei den meisten Übungen. Also ich bin wirklich ein absoluter Perfektionist. Aber wenn ich Deloads mache, merke sogar ich, dass ich bei gewissen Übungen noch ein bisschen Potenzial habe. Ein kleiner Tweak hier, ein bisschen mit den Handgelenken da. Das heißt, ich spüre die Übungen dann wegen des Gewichts, das viel weniger ist, viel besser. Mache sie richtig sauber und checke dann erst meistens, dass ich vielleicht mit meinem Arbeitsgewicht mal wieder ein bisschen runter sollte. Und genau das schauen wir uns heute an. Wir schauen uns an, bei welchen Übungen machen die Leute die meisten Fehler. Und wie verheerend sind sie in Bezug auf Verletzungsrisiko, in Bezug auf mangelnden Muskelaufbau? All diese Sachen checken wir ab. Und deswegen, Leute, wird es jetzt ein richtig informatives Video. Also gut zuhören, gut zugucken, euch die Tipps abschauen. Und wenn ihr am Montag mit mir zusammen shredden wollt, beziehungsweise gegen mich antreten wollt, unten ist der Link, letzte Chance. Und am Montag geht's los. So, Leute, erste Übung ist es heute Kniebeugen. Und bevor ich anfange, noch eine Sache. Für die Leute, die noch nicht wissen, was Deload ist oder es schon mal gehört haben, aber nicht wirklich verstehen. Es ist eigentlich ganz einfach. Um den Körper zu überladen, musst du ihn irgendwann auch wieder entladen. Also die Leute, die immer trainieren, nie deloaden, die trainieren per Definition nie über ihrem Potenzial. Weil der Körper sich automatisch reguliert. Und wenn er merkt, dass das Volumen zu hoch wird, das akkumulierte Volumen, stellt er irgendwann seine Leistungssteigerung ab. Das heißt, man fühlt sich zwar krass, hey, ich mache nie Deloads, Deloads ist was für Pussys, aber eigentlich bleibt man immer unter seinem Potenzial. Auch ich musste das lernen, glaubt mir, in den ersten 2-3 Jahren gab es bei mir nie Deloads und deswegen waren auch die Erfolge suboptimal. Und mittlerweile mache ich alle 4 bis 6 Wochen eine Deload-Woche. Die sieht bei mir momentan so aus, dass ich 2 Ganzkörpertrainings mache. Also ich gehe nicht 5-mal pro Woche ins Deload-Training, weil ich 5-mal pro Woche trainiere, sondern ich gebe mir in dieser Woche wirklich das Minimum an Belastung. Das heißt, ich mache 2 Tage Pause nach der letzten schweren Einheit, mache dann eine Deload-Session, das ist jetzt die heute, morgen nochmal eine Pause, dann nochmal eine Deload-Einheit, Ganzkörper und dann geht es wieder ins Training.
Und damit garantiert man, dass man in dieser Pause trotzdem noch ein bisschen Leistung abruft. Genauso viel wie nötig, um die Flexibilität nicht zu verlieren, um auch das Mindset nicht zu verlieren, aber dennoch eben auch genügend Erholung kriegt. Und genau deswegen, Leute, vernachlässigt einen Deload nicht. Ich persönlich empfehle immer 50% Volumen, 50% Arbeitsgewicht. Das heißt, im jetzigen Fall werden es 2 Sätze, 8 Wiederholungen sein mit 80 Kilo. Das ist genau die Hälfte von meinem Arbeitsgewicht, momentan 160 Kilo. Ich zeige es jetzt mal vor, damit ihr mal seht. Das Schöne ist übrigens auch, weil man ja dann auch mit weniger Gewicht trainiert, das habe ich vorhin angesprochen, kann man sich dann auch manchmal mal etwas Neues erlauben. Jetzt momentan versuche ich zum Beispiel gerade aus, ohne Squatschuhe zu squatten. Mal schauen, ob ich das immer noch so gut kann, weil mit Squatschuhe ist natürlich schon um einiges einfacher. Easy weasy, 8 Wiederholungen und ihr habt es jetzt gesehen, ich versuche auch, obwohl es jetzt nicht das Arbeitsgewicht ist, trotzdem fokussiert und die Übung auch kontrolliert zu machen. Also es ist so wie ein Schönheitscheck, den ich mache und ich habe das Gefühl, auch ohne Schuhe geht's. Und weil wir jetzt hier bei der Kniebeuge sind, zwei Sachen, die meisten Leute falsch machen. Zwei Sachen, die fast jeder Typ vor allem, aber auch Frauen falsch machen. Fehler Nummer 1 sehe ich immer wieder. Es gibt auch Fitnesstrainer, die das immer noch behaupten. Mach ein Hohlkreuz. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich nehme die Stange raus. Ich will es nicht mal mit Gewicht vorzeigen, weil es so ungesund ist. Und dann sagen sie, und jetzt zuerst hier. Jetzt zuerst hier raus. Mach ein Hohlkreuz. Auf jeden Fall kein Rundrücken. Wieso ist es komplett falsch? Weil ihr damit überhaupt keine Spannung habt im Core. Also der ganze Bauch ist nicht richtig angespannt und zweitens ist das Verletzungsrisiko extrem hoch. Das heißt, ihr habt keine Spannung, was heißt weniger Gewicht und erhöhtes Verletzungsrisiko. Wie geht es richtig? Man spannt den Bauch an. Man nennt das auch die Brace Position. Das heißt, ich atme ein und spanne den Bauch an. Und was dann passiert ist, man meint vielleicht, man hat einen Rundrücken, aber dadurch, dass man die Spannung hat, hat man einen pfeifengeraden Rücken. Und nur so wird gesquattet. Bei Science Statics gibt es ein 20-minütiges Squat-Tutorial. Also nur diese Übung wird 20 Minuten lang erklärt. So komplex ist sie. Das, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist ein wichtiger Input von 5-6 Stück. Das ist wichtig. Und der zweite Fehler, den ich immer wieder sehe, schau mal. Stellt euch jetzt vor, es wären jetzt 180 Kilo drauf, gell? Jetzt bin ich ein Typ. 180 Kilo. Wer kennt sie nicht, Leute? Die Hofknickse. Immer noch in jedem Gym in Deutschland zu finden, die Hofknickse. Und wenn man die Boys dann fragt, wieso machst du nicht Ass to Grass? Ja, weil ich verletzt bin. Ja, weil ich nicht so flexibel bin. Ja, weil es mehr bringt, wenn man schwer trainiert. Nein, es bringt gar nichts. Full Range of Motion is King. Das ist ganz klar wissenschaftlich bewiesen. Und deswegen, wenn ihr Squats macht, Leute, let your ego at home oder an der Theke wenigstens und zieht es durch. 100 Kilo Kniebeuge ist schon sehr respektabel, wenn man die sauber macht. Sein eigenes Körpergewicht zu beugen, ist in meinen Augen Level 1. Und alles danach kommt nur, wenn man von Anfang an sauber anfängt. Das heißt, wenn ihr schon von Anfang an zu viel Gewicht nehmt und es nie lernt richtig, werdet ihr es nie können. Und ihr werdet immer verflucht sein mit Verletzungen, mit dünnen Beinen und mit den Blicken von den Leuten, die es besser wissen, die euch angucken und sagen, Alter, was macht ein Typ da? Sei nicht dieser Typ. Rumänisches Kreuzheben direkt nach Squats schaffe ich nicht immer. Also wenn ich jetzt ein richtiges schweres Training machen würde, würde ich die Übung, glaube ich, splitten. Also Kreuzheben nach Beinpresse. Und dann Beinbeuger mit Kniebeugen zusammen. Hab's aber auch schon zusammen gemacht. Das ist eine sehr geile Übung, Leute. Also rumänisches Kreuzheben, wenn ihr die noch nicht im Plan habt, frage ich euch immer, wieso? Habt ihr Schiss? Man muss auch Schiss haben vor der Übung. Das ist wirklich eine anspruchsvolle Übung. Und den größten Fehler, den ich hier sehe, ist eigentlich,
dass die Leute nicht verstehen, dass die Ellenbogen hier immer nach hinten zeigen müssen. Also wenn du so greifst, dann bist du mit der Schulter hier, schau mal, hier vorne. Und selbst wenn du richtig viel Körperspannung aufbaust, hast du immer einen schlechteren Hebel. Das sind dann die Leute, die meistens auch die Stange hier haben, statt am Körper. Also wenn ihr das Maximum rausholen wollt, dann sealt ihr, man lockt, verschließt sozusagen, wie bei einem Schlüssel. Man verschließt sozusagen die Ellenbogen hinten, der Lat bleibt angespannt und dann wirklich die Stange, ich zeig's nochmal vor. Schau mal, wo die Stange bei mir ist. Schau mal, wie die mitgezogen wird hier. Ein Geheimtipp, versucht wirklich immer euren Arsch zu squeezen. Also nicht wie die meisten Leute so nach hinten zu lehnen und zu denken, da passiert was, sondern wirklich hier. Ah, da, hier. Kopf nicht überstrecken, immer schön nach vorne gucken und ihr seid im Game. Beste Hamstring-Übung. Hamstrings are the new abs. Denkt an meine Worte. Auch eine ganz, ganz geile Übung, vor allem wenn man keine geilen Rudervarianten im Gym hat, also Maschinen. Deswegen auch eine Standardübung bei Seinstatics, die man einfach einmal lernen muss. Danach kann man sie auch gerne ersetzen gegen eine Maschine, wenn man sie hat. Aber auch Langhantelrudern wird, wie viele andere Übungen, einfach nie richtig ausgeführt. Also ich muss wirklich sagen, ich sehe selten jemanden, der wirklich sauber Langhantelrudern macht. Größter Fehler hier ist auch wieder zu viel Gewicht und dann der hier, dass du so ziehst. Schau mal, was mit dem Handgelenk passiert. Siehst du das? Das hier passiert, wenn hier zuerst die Bewegung entsteht. Also bevor du hier mit dem Rücken ziehst, ziehst du schon mal aus dem Bizeps, weil du entweder deinen Rücken gar nicht spürst, gar nicht weißt, wie man ihn aktiviert, oder eben zu viel Gewicht dran hast und der Bizeps sowieso mitkompensieren muss. Das heißt, wenn du es richtig machen willst, fester Griff, über die Griffbreite lässt sich streiten, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern je nachdem, wo es willst du treffen, habe ich auch alles in den Masterclasses von Seinstatics abgedeckt. Und dann wirklich, ich zeig's mal kurz in Bullet Time vor. Zuerst das, siehst du das? So und dann so. Und nicht so. Kleiner, aber feiner Unterschied, der extrem viel ausmacht. Yo, kurze Werbeunterbrechung, und zwar geht es um die Shred Edition. Viele haben gefragt, was alles in der Shred Edition enthalten ist. Es geht ja bereits morgen los und deswegen wollte ich noch einmal kurz den Mitgliederbereich von innen zeigen, damit die letzten Unentschlossenen auch wissen, was sie hier erwartet. Und zwar haben wir hier den Einstiegsbildschirm, so sieht das Ganze aus, kleines Motivationsvideo zum Loslegen, und dann geht es hier schon los mit dem Shred Guide. Shred Guide kann man hier als PDF runterladen und so sieht das Ganze aus, 36 Seiten, damit ihr in einer halben Stunde wirklich alles wisst, was es zu diesem Thema gibt. Das heißt, egal ob entwässern, wie genau der Gewichtsverlust zu interpretieren ist, wieso wir in der Shred Edition mit Makrocycling arbeiten und was es euch bringt, wieso wir auch mit Diet Breaks arbeiten, damit ihr die besten Erfolge erzielt, und natürlich auch etliche Seiten zum Thema Training, damit ihr auch hier das Maximum aus eurem Shred rausholen könnt. Und für alle kritischen Denker, hier gibt es zum Schluss natürlich noch die Referenzen, wo auch alle Informationen, die hier enthalten sind, wissenschaftlich mit einer Studie belegt sind. Dann wieder zurück im Mitgliederbereich, gehen wir zum Fat Loss Modulator, dem absoluten Herzstück hier im Programm. Hier findet ihr ein 20-minütiges Video, wie man diesen Fat Loss Modulator bedient. Hier zeige ich es mal kurz vor. Ich habe jetzt hier die letzten 2 Wochen mein Gewicht jeden Tag gemessen, hier die Kalorien eingegeben und kriege dadurch dann auch einen exakten Wert für meine Maintenance-Kalorien, die ich dann hier eintragen kann. Also hier mein aktuelles Gewicht und meine aktuellen Maintenance-Kalorien. Ich drücke Enter und ich habe direkt hier alle Zahlen, die es braucht, inklusive den ganzen Wochen. Also jede Woche ist durchgetaktet. Ihr braucht damit keinen Coach mehr. Früher hat man hunderte von Euro in einen Personal Coach investiert, um so einen Diätplan zu kriegen. Heute ist er für 79 Euro im Gesamtpaket für euch verfügbar. Und natürlich lassen wir euch nach der Diät nicht einfach so fallen, sondern ihr könnt hier mit der Transition Phase auch wieder direkt in den Lean Bulk starten und maximale Muskelmasse aufbauen. Also unbedingt auch die nächsten 4 Wochen hier noch dranbleiben. Dann geht es weiter hier mit dem Kochbuch, das ihr auch wieder hier runterladen könnt. Und zwar findet ihr hier 88 richtig geile Rezepte
Vom Frühstück über Vorspeisen zu Hauptspeisen bis hin zu vegetarischen und veganen Kreationen ist hier wirklich für jeden was dabei, damit es auch in den nächsten 9 Wochen nicht langweilig wird. Und zu guter Letzt empfehle ich euch natürlich hier auch den Volumenguide runterzuladen, damit ihr das Trainingsvolumen auf euch perfekt anpassen könnt. Auch das ist wieder eine PDF, wo wir euch ganz genau erklären, was Sache ist und wie ihr optimalen Diäterfolg erzielt. Und als wäre das nicht genug, gibt es hier auch noch 9 Wochen Elitezugang kostenlos dazu. Das heißt, ihr könnt euch hier einloggen, mit den anderen Leuten aus der Shred Edition kommunizieren, natürlich auch mit mir, Fragen stellen und euch gegenseitig motivieren. Richtig viel Value, über 300 Euro Warenwert hier für euch in einem Package zusammengefasst. Für 79 Euro nur noch bis zum Sonntag zu holen, also beeilt euch und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich liebe Bankdrücken, Mann. Das ist einfach einer meiner Lieblingsübungen geworden. Ich habe es ja auch lange falsch gemacht, fast 3 Jahre. Schultern verletzt und auch nie wirklich die Erfolge gemacht. Und es sind mehrere Sachen. Also Bankdrücken jetzt zu erklären hier in diesem Video würde wieder den kompletten Rahmen sprengen. Ich habe auch schon auf Instagram ScienceStatics unbedingt folgen, wenn ihr noch nicht ScienceStatics für Instagram folgt. Informativster Fitness-Channel mit Videos, Technik, Trainings etc. Aber einen Tipp möchte ich euch jetzt trotzdem geben und zwar dazu noch kurz eine Story. Wir haben am Rockerstand Bankdrück-Battle gemacht. Da kommen 5 Leute aus dem Publikum, kamen zu uns. Ich habe es geleitet und habe die Regeln kurzfristig noch geändert und gesagt, hey, heute machen wir das Bankdrück-Battle mal richtig. Wie es noch nie vorher einer gemacht hat, nämlich mit Stops. Weil dann gibt es auch keine Cheats mehr. Dann kann auch niemand bescheißen mit Schwungarbeiten. Und das Geile ist gewesen, von diesen 5 Boys hatte einer, war sein Statics-Member. Und der hat alle abgezogen. Alle anderen sind so krass abgekackt. Sobald sie mit Stops arbeiten mussten, die meisten haben nicht mal gewusst, wie man einen Stop macht. Also die haben, ich habe es denen erklärt, ich habe es vorgezeigt, aber als sie es dann gemacht haben, haben sie gemerkt, wie sie unten diese Kraft gar nicht hatten. Und am untersten Punkt, wo die Brust die größte Dehnung erfährt, überlegt doch selbst mal, wo holt ihr dort am meisten raus, wenn ihr diesen Schwung neutralisiert und das macht ihr mit 1 Sekunde Stopp. Das heißt, wenn ihr einen krassen Tipp haben wollt, es gibt natürlich noch viele Sachen, die auch wichtig sind, Handgelenk etc., Schultern, Brücke, aber wenn ihr einen Tipp haben wollt, Leute, dann macht Bankdrücken flach, nur noch mit Stops. Meine Worte heute, ich bin gleich stark mit Stops wie ohne mittlerweile, weil ich die Kraft über die komplette Range of Motion halten kann und ihr holt damit nicht nur mehr Brustvolumen raus, sondern auch weniger Verletzungsrisiko und mehr Kraft. Ganz wichtiger Tipp, Leute. Schon nur deswegen Video liken. Wirklich. Ich schwöre. Bruder! Ey Bruder! Like mal das scheiß Video jetzt! Ey Bruder, hast du immer noch nicht gemacht? Ey Bruder, ich schwöre dir, ey! Latzug, Leute, auch ein absoluter Klassiker. Macht praktisch jeder im Gym und leider auch fast mittlerweile ein bisschen mehr, aber immer noch sehr viele falsch. Der größte Fehler in meinen Augen ist, dass die Leute nicht verstehen, dass es horizontale und vertikale Zugübungen gibt und dass man sie ganz klar unterscheiden soll. Was soll das heißen? Vorhin haben wir eine horizontale Zugübung gemacht, Rudern, was vor allem die Rückenmitte und den Lat auch ein bisschen trifft. Jetzt hier haben wir die Wahl. Wir können sagen, hey, wir machen jetzt eine Vertikale draus, das heißt, wir ziehen von oben nach unten, das sieht dann so aus. Oder viele machen den Fehler, dass sie dann das machen hier. Und was machen wir jetzt? Das haben wir auch wieder horizontal. Das heißt, die Ellenbogen waren dann komplett an den falschen Ort. Und das hat natürlich auch wieder viel mit dem Gewicht zu tun. Was auch viele machen, das habe ich vorhin schon gezeigt, ist, dass sie zuerst die Ellenbogenflexion einleiten, bevor sie die Schultern nach unten ziehen. Und was ich auch oft sehe, ist, dass die Leute oben nicht auslocken, nicht richtig. Also wenn ihr oben auslockt und dann wirklich noch das hier macht, also diesen Zentimeter hier, dann kriegt ihr noch so diesen Lower Trap, den viele gar nicht wissen, wo er ist. Das ist nämlich der hier. Dann kriegt ihr den auch noch so richtig schön zum Wachsen. Es fühlt sich dann so ein bisschen an, als würde euch jemand so ein Messer in den Rücken stechen, wenn ihr ihn zum ersten Mal richtig trefft. Richtig geile Übung. Ich würde sagen, für mich mittlerweile sogar besser als Klimmzüge, weil das ZNS weniger belastet wird und man einfach den Lat noch besser isolieren kann. Und wenn ihr den Lat noch besser isolieren wollt, dann schaut euch auch mal auf dem Instagram-Account die unilaterale Latzugmaschine an.
Die ist richtig top. Seitdem, ich muss es gar nicht mehr groß erwähnen, Leute, wie viele Leute kennt ihr, die die Übung nicht richtig machen? Also ich kenne etliche. Und das Krasse ist, gewisse Leute können nicht mal was dafür, denen zeigt man es und die schaffen es trotzdem nicht. Patrick zum Beispiel, der hat irgendwie diese Fähigkeit nicht, diesen Muskel so anzusteuern. Bei dem zieht immer zuerst der Trapez mit. Das ist ultra krass. Aber was ich euch für einen Tipp geben kann, wenn ihr wirklich das Maximum rausholen wollt, ist, es unilateral zu machen und immer so ein bisschen wegzuhängen vom Eigentlichen. Weil so holt ihr erstens mal den Vorteil raus, dass ihr oben noch ein bisschen mehr Range of Motion habt. Das heißt, auch wenn das jetzt einige wieder sagen würden, dass das nicht von Vorteil ist, aber man hat auch noch ein bisschen mehr Traps dabei. Besonders in einem Ganzkörpertraining top, weil man da nicht noch Shrugs machen muss. Und das zweite ist auch, man hat weniger Schulterverletzungsrisiko. Und weil die Peak Contraction schlussendlich die wichtigste ist, wenn ihr das oben kurz haltet, dann holt ihr auch am meisten raus. Das heißt, mit Schwung arbeiten ist okay hier. Hier kann man sich auch nicht groß verletzen. Aber wenn ihr mit Schwung arbeitet, wirklich schauen, dass wenn ihr dann auch euch hier hochschwingt in diesem Bereich, hier oben wenigstens so ganz kurz haltet. Damit holt ihr das Maximum aus den mittleren Schultern und dann irgendwann sehen die dann so aus. Richtig so. Schön raus. So, Curls zum Schluss. Und ich würde sagen, bei den Curls gibt es nicht so diesen klassischen Fehler wie bei den anderen Übungen. Da macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Bei einigen klappt es, bei den anderen nicht. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Leute meistens zu viel Gewicht nehmen und dann zu viel Schwung holen müssen. Aber zur Verteidigung, wie beim Seitheben, bei den Curls ist das Risiko, sich zu verletzen, nicht ganz so groß. Das heißt, wenn man jetzt hier, ich nehme jetzt mal ein bisschen schwerere Handen, wenn man jetzt hier in diesem Bereich ein bisschen Schwung holt, um hier oben volle Kontraktion zu erzeugen, dann ist es völlig legitim, weil das Risiko, also das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Die Kosten sind ein bisschen Schwung, ohne Verletzungsrisiko und der Nutzen ist mehr Overload in dieser Kontraktion hier. Wichtig einfach, dass die Ellenbogen am Körper bleiben und dann holt ihr es raus. Und natürlich auch wichtig, dass die Handgelenke schön gerade bleiben, also sie nicht so nach oben drückt und dann zieht die hier noch aus dem Unterarm mit. Das wollen wir ja vermeiden. Außer ihr habt dünne Unterarme. Dann könnt ihr noch ein bisschen Unterarm-Curls machen. Es ist so krass, Mann. Ich bin jetzt seit 2 Wochen hier in Kopangan und ich habe allein in diesem Gym ca. 15 Leute getroffen, die mir gesagt haben, sie sind wegen mir hier hingekommen. Und einige davon haben auch wegen mir angefangen zu trainieren. Jetzt hier der, wie heißt du? Julian, hi. Julian. Auch in Kopangan das erste Mal? Auch in Kopangan, ja. Genau. Geil, Mann. Nee, das dritte Mal, ja. Das dritte Mal schon? Das dritte Mal, ja. Wie lange hier dieses Mal? Oh, ein paar Wochen. Paar Wochen. Ich habe mich extra hier angemeldet im Gym, weil ich gesehen habe, der Micha ist hier. Hey, so geil, Mann. Ja, geil. Und genau, das Buch habe ich eh schon ausgelesen. Hast du vielleicht schon? Ich kenn's. Du kennst, ja. Ich kenn's, aber es ist ein richtig gutes Buch. Auf jeden Fall, ja. Ich sage immer, gute Bücher muss man auf jeden Fall guten Personen weitergeben. So ist es. Das heißt, ich werde noch mal so ein bisschen durchlesen, weil es sind immer ein Buch lesen, Leute. Das unterschätzen viele auch immer wieder. Sie denken, man liest einmal ein Buch und dann weiß man alles. Die meisten Leute, wenn sie ein Buch kriegen, lesen es gar nicht. Richtig. Oder lesen es nicht durch. Das heißt, wenn du 100 Leuten dieses Buch gibst, lesen es vielleicht 10% durch und weißt du, was dann passiert? Von diesen 10 Leuten, die es lesen, setzt vielleicht eine Person dann auch wirklich um. Richtig. Und deswegen Outliers von Malcolm Gladwell werde ich unten mal verlinken, wenn ihr Bock drauf habt. Danke, amigo, hey. Freut mich sehr. Gerne, ey. Richtig geil. Freut mich gerade. Bei dem ganzen Wissen, den du mitgegeben hast die letzten Jahre, von daher wollte ich dir irgendwas zurückgeben. Ne? Ich werde es auf jeden Fall abchecken und dann in den Buchclub weitergeben. Kennst du den Buchclub? Ja, sicher. Heißt jetzt Facebook-Gruppe für Querdenker, ist auch in der Beschreibung, wenn ihr es wollt. Und du machst weiter, Mann. Sieht gut aus. Vegan. Oh, danke, danke, danke. Vegan seit? 1,5 Jahren, ja. 1,5 Jahren. Ja. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Ja. Geil, Mann. Hey, Bro. Ja, man sieht sich. Ja. Danke für den Support. Gerne, ja. Macht's gut. So. Noch zum Schluss ein bisschen Trizeps. Bauch skippen wir heute, waren auch, weil es ist eh am Start. Und auch hier, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich sehe viele Leute, die auch hier einen Fehler machen. Und zwar machen die meisten Leute den Fehler, dass sie entweder hier stehen oder hier. Beides ist falsch, weil hier habt ihr hier oben eine massive Belastung, aber hier unten dann gar keine mehr, weil ihr praktisch nicht mehr
gegen die Schwerkraft arbeitet. Und wenn ihr zu weit hinten steht, dann ist es hier unten fast zu schwer. Das heißt, ihr kriegt da oben, zieht ihr dann nur noch mit den Schultern und habt hier nur noch so ein bisschen Peak Contraction. Das heißt, versucht wirklich so ein bisschen rauszufinden, wo kriegt ihr wirklich genug Dehnung mit, weil hier kriegt ihr auch keine Dehnung mehr mit. Ihr müsst wirklich hier stehen, wo es euch noch so ein bisschen nach oben zieht und dann unten auch die Contraction schön erreicht wird. So, ganz easy. Trizeps, auch einer meiner absoluten genetischen Nachteile, mittlerweile auch gut gekommen. Und ihr seht, es sind kleine Details, die es aber ausmachen. Und wenn ihr die von Anfang an alle richtig macht, diese Übungen, dann seid ihr schon 90% der Leute was voraus. Wenn ihr dann noch richtig periodisiert, ab und zu Deload macht, gesund esst, Leute, dann läuft's. Muskelaufbau ist kein Geheimnis, deswegen auch Built by Science. Ich sag's immer wieder, wir wollen durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse die maximale Ästhetik erzeugen, ohne dabei auf irgendwelche billigen Tricks reinzufahren, irgendwelche billigen Versprechungen. Ich hätte mittlerweile, glaube ich, 10-mal mehr Programme verkaufen können, wenn ich einfach gesagt hätte, hey, mach das und du siehst in 10 Wochen so aus. Nein, mache ich nicht. Ich sage euch, was möglich ist und ich sage euch auch, dass es die beste Wahl für euch ist, wenn ihr wirklich nachhaltig Muskeln aufbauen wollt. So, und weil hier so viele Leute zugucken mittlerweile, die auch nach Kopangan wollen, gehen wir jetzt noch was richtig Geiles essen. So, Leute, und jetzt darf ich mit wirklich sehr viel Vorfreude präsentieren. Make it Pizza and Salad. Also es gibt hier auch Salat, also passt auf euren Bizeps auf und bestellt am besten nur Pizza, aber die hat es richtig in sich. Ist von einer französischen Dame hier, die das wirklich sehr gut macht. Hello! Hello. We're back! How are you today? Gibt auch vegan, gibt auch gluten-free und ist wirklich auch direkt ums Eck hier. Also nach dem Gym hier noch eine geile Pizza holen. 200 Baht geht auch klar. Sind es 5 Euro? Ja, 5 Euro. Also richtig geiler Schuppen. Und ich würde sagen, wir bestellen mal und zeigen euch, was hier abgeht. Oh, Bro. Was? Kannst du doch nicht filmen, ey. Warum? Der Salat ist auf dem Tisch. Oh, no. Die Cola ist auf dem Tisch. Jetzt werde ich gerade doppelt verurteilt. Ey, ernsthaft, Leute, der Bizeps ist eh groß genug, deswegen ein bisschen Salat wird auch nicht stressen. Und wir haben hier Vegan Pizza. Nicht wirklich groß, also preislich eigentlich gar nicht mal so weit von Deutschland entfernt, würde ich sagen, oder Tim? Ja. Bisschen teurer, ja. Bisschen teurer sogar. Also ihr habt es gehört, Leute, wenn ihr nach Kopangan kommen wollt, dann macht's jetzt, weil jedes Jahr, seit wir hier hinkommen, wird es immer mehr und es kommen auch immer mehr Leute. Sie hat es auch gerade gesagt, aufgrund meines Snaps letztes Mal kamen direkt ein paar Leute, haben nach mir gefragt. Also ich muss eigentlich aufhören mit den Videos jetzt, weil sonst ist die Insel plötzlich voll mit Touristen und ich mache meine eigene Insel kaputt. Nee, seriously, Leute, ich bin immer ultra dankbar, wenn ihr zu mir kommt, auch hier auf der Insel, so viele geile Kontakte, heute ein Buch geschenkt gekriegt, im Allgemeinen einfach auch dieser Austausch, die Dankbarkeit, die ich zurückkriege, deswegen macht einfach weiter so, strive for the chains, live, break the chains und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder im nächsten Video, denkt dran, morgen geht's los oder übermorgen mit der Shred Challenge, also steigt ein, holt euch die Form eures Lebens und zieht durch. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace out.